Hallo, ich bin die Petra, Physiotherapeutin und Diplom-Sportlehrerin. Und heute geht es um einen straffen Po und eine schmerzfreie untere Wirbelsäule. Wir haben drei Gesäßmuskeln, der kleine, der mittlere und der große überdeckt der kleine und der mittlere. Der Gluteus Maximus ist einer der kräftigsten Muskeln und gibt unserem Po die Form. Er kommt von der Rückenfaszie, vom Darmbein, vom Kreuzbein und vom Steißbein und zieht zur Oberschenkelrückseite und auch teilweise in die seitliche Hüftfaszie. Er stabilisiert das Becken, streckt die Hüfte, eine Auswärtsdrehung in der Hüfte, ja, so Charlie Chaplin-Stellung. Und je nach Anteil abspreize oder anspreize. Ja. Dann ist es so, dass wenn dieser Muskel durch viele Sitze zu schwach ist, dann zieht er uns gerne ins Hohlkreuz und es gibt eine ungünstige Belastung für die Lendenwirbelsäule, eine verstärkte Bandscheibenbelastung. Ja, deswegen ist es wichtig, die Gesäßmuskulatur zu kräftigen, weil dann bleibt die natürliche Lordose erhalten und wir haben einen gesunden, entspannten unteren Rücken. Aktiviert ein Powerhouse, atme auf F aus, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Beckenboden nach oben inne und Sitzbeinhöcker zueinander und komm so ein bisschen in die Grätsche, Knie nach außen und wir klopfen uns auf die Schultern. Ja, mal ist rechte Ellbogen oben, mal ist linke. Ja, schau, dass die Knie über die Sprunggelenke bleiben. Also Knie nicht zusammendrücke und setz dich so ein bisschen nach hinten ab, wie auf einen Stuhl. Genau, wir verändern jetzt die Bewegung. Wir gehen mal, tauchen mal ein und auswärts. Also Kniebeuge, kräftige vor allem die Gesäßmuskel, der Gluteus Maximus. Ja. Ein- und auswärts drehe. Aus der Schulter, auch gut für den unteren Rücken. Ja, und bevor wir weitermachen, zieh dich mal ganz lang. Komm in eine Grätsche und wir gehen Knie bleiben außen tief. Wir machen so einen Frosch. Ja, also wie Latzug tief und Frosch. Ist auch gut für die seitlichen Bauchmuskeln. Und immer Knie schön außen lassen. Gerne auch wackeln, dann ist gut für die tiefen Muskeln. Tief und zusammenfalte. Ausatmung tief, Einatmung hoch und zusammenbringe. Auch gut für die Hüftgelenksbeweglichkeit. Der Frosch. Jawohl. Und dann kommen wir in die Grätsche. Wir lockern mal die Schultern. Knie bleiben außen. Ganz bewusst Schulterblatt nach unten bringen. Ja, du kannst es auch so machen. Auseinanderziehen. Verschiedene Winkelstellungen. Und dann bleib nochmal, hoffe du hast eine rutschfeste Matte, tief und
Immer ein Arm schwingt nach oben. Ja, Knie Richtung Ferse. Und das ein Arm nach oben schwingen, nachschauen. Mit der Ausatmung. Einatmung zur Mitte. Und wir machen mal unsere Schulterblattmuskeln beweglich. Wir sägen. Ja, und zwischendurch auslockern, Schulterkreise. Komm auf eine Seite, zum Beispiel nach links und schwing das Bein aus der Hüfte. Ruhig den Punkt anschaue. Ja, und machen wir eine große Schrittstellung und öffne. Ja, Arme zurückziehe. Schulterkreise. Wechsel mal die Seite, komm nach rechts oder andere Seite. Ruhig den Punkt anschaue. Schwinge, Standbein ist leicht gebeugt. Große Schrittstellung und öffne. Und bleib auf der Seite. Ganz lang ziehe, Energietanke mit der Einatmung. Wieder ausatmen, sich absetzen wie auf einen hohen Stuhl, ja. Sonnenstrahlen male, lang ziehe und auf den Stuhl absetze. Und komm nochmal nach oben, Länge spüren und wir drehen mal. Hände aneinander, nachschaue und Länge spüren in der Wirbelsäule, Schultern entspanne und drehe. Voll, sehr schön. Und dann gehen wir mal tief, Knie Richtung Ferse und wir strecken uns, ja. Sind auch kleiner und mittlerer Gesäßmuskel mit dabei beim Abspreizen. Und der große, die obere Anteile vom großen Gesäßmuskel spreize ab. Und die untere Anteile tun das Bein ranziehen. Ja, also zieh dich auseinander. Auf F ausatmen und lang ziehe. Länge spüren in der Wirbelsäule. Ja, jede Seite nochmal. Jawohl. Und dann kommen wir in die Grätsche und Knie nach außen, Bogen spannen. Oberkörper immer so leicht nach vorne neige. Bogen spannen. Ausatmung und Einatmung zur Mitte. Ausatmung drehen, Einatmung zur Mitte. Jawohl, Schulterkreise, komm auf eine Seite. Ja, zum Beispiel nach links, ich sag's dir spiegelbildlich. Und zieh dich ganz lang. Ja. Kräftigt Gesäßmuskulatur. Ruhiger Punkt anschaue und Biegegrad halte.
Große Schrittstellung. Schau, dass Knie beim Sprunggelenk ist. Und dreh dich. Wieder Ausatmung, Einatmung zur Mitte. Drehe, Einatmung zur Mitte. Wieder Ausatmung, drehe. Einatmung zur Mitte. Wir rutschen zurück. Wir machen Viererzeichen und einen Fächer, ja, den wir also die Gesäßmuskeln und Muskel über dem Ischias wie auf den Stuhl absetze. Schulterkreise, Rumpf immer mitbewege und wechsle die Seite. Andere Seite diagonal auseinanderziehe, einen ruhigen Punkt anschaue und das Becken gerade halte. Ja, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehe. Große Schrittstellung. Acht drauf, dass das Knie über dem Sprunggelenk ist. Ja, und du kannst entweder bleiben oder du gehst tief und hoch. Oder du bleibst einfach aufrecht stehen. Und das Tiefgehen kräftigt auch Gesäßmuskeln. Es darf auch gewackelt werden. Ja. Rutsch zurück und mach dieses Viererzeichen. Setz dich auf den Stuhl ab. Nach vorne neige. Und ein Fächer. Schulterkreise, wenn du willst, holst dir noch so ein mittellanges Handtuch fürs Dehnen oder auch, wenn man Knie, wenn es dir angenehmer ist, ja, kannst du fürs Knie natürlich noch zusätzlich ein Handtuch drunter legen. Ja, aber wir machen mal mit denen mal. Hüftbeugemuskulatur, der Iliopsoas, das vordere Bein so leicht nach außen stelle, die Hände dazwischen und wir drehen mal auf. Und komm zurück und wechsel die Seite. Ja, du kannst es auch ohne Handtuch machen. Große Schrittstellung. Nach außen. Dehnung spüren. Und aufdrehe. Ja. Und komm wieder zurück. Stell die Füße mal so auf und dass die Plantarfaszie gedehnt wird, Spannung in der Körpermitte und neig dich nach hinten. Wird die gesamte Frontalfaszie gedehnt, Frontallinie. Ja. Und leg das Handtuch vielleicht wieder zur Seite. Im Vierfüßlerstand machen wir erstmal uns ganz rund, Katze und Kugel für das Hohlkreuz. Schulterblätter nach unten, Hände wie Wurzeln, direkt unter der Schulter. Schön rund machen und gerade Rücken. Noch einmal, Kopf hängen lassen und gerade Rücken. Und dann ziehen wir uns mal ganz lang. Kleine Auf- und Abbewegungen. Ja. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Beckenboden nach oben, innen Sitzbeinhöcker zueinander und so kleine Auf- und Abbewegungen. Ja, da spürst du ganz gut deine Gesäßmuskeln und wechsel mal. Das Becken gerade halte, dieses quasi wie Swimming, eine Diagonale.
und wir machen auch den Elefant. Wir strecken mal ein Bein, der Feder auch so ein bisschen nach hinten, steh in die Wade. Und streck dich nach oben und durch. Und strecken. Du kannst auch das Bein anheben. Verschiedene Winkelstellungen. Andere Anteile der Faszien. Und wechsel mal. Das Bein aufstellen, so etwas federn. Die Achillessehne und die Wadenmuskulatur so ein bisschen dehnen. Und nimm den Gegenarm nach oben. Fädel unten durch und streck. Nochmal unten durch und strecken. Jawohl. Wir gehen auf die Oberschenkel. Mach was für die Bauchmuskeln. Lass dich nicht hängen, Schulterblätter nach unten. Auf zwei Schritte kurz halte und wieder absenke. Ja, mal mit links anfange und mal mit rechts. Kurz halte, ja, und dann rutsch mal zurück. Ja, dehn mal kurz. Öffne die Knie etwas so in die Kindsposition. Ja. Komm nochmal in den Unterarmstütz, sich schön rausstütze aus der Schulter, Hinterkopf Richtung Himmel und mir tippe im Halbkreis von links nach rechts und schauen den Fuß nach. Und zum Schluss tun wir nochmal einfach hochziehen. Das ist der Klassiker für Kräftigung pro Muskulatur im Unterarmstütz. Ja. Und wechsel mal. Also mir tippe im Halbkreis und schau nach. Und kleine, schnelle Spicke grad lasse nach oben. Ja. Und dann gehen wir direkt in Bauchlage und schlenkern. Rechts, links, wir nehmen die Beine in rechte Winkel, die Arme in die U-Position, Perle unterm Bauch und immer ein Bein. Und dagegen Arm anhebe. Ja, die Arme sind in einer U-Halte. Wir schauen immer in die Handfläche. Geh in Seitlage oder gleich in Unterarmstütz mit mir, was dir lieber ist. Wir schwingen das Bein. Ja. Körpermitte ist fest. Oder du bist im Unterarmstütz in einer Linie. Wir strecken uns und einfach schwingen. Nach hinten gebeugt oder gestreckt. Ja. Also wie es dir angenehm ist. Und dann kommen in ruhige Lage und Klassiker ist natürlich die Schulterbrücke. Erstmal schaukeln wir das Becken für Gesäßmuskulatur. Wir rollen hoch zur Schulterbrücke. Mal die Ferse anhebe und mache Grätsche schließe. Dann überschlag mal ein Bein und Becken auf und ab.
kannst die Arme auch tief ziehen. Ja, also alle Übungen so aus der Schulterbrücke, wo das Becken auf und ab geht. Kräftige die Gesäßmuskeln. Wechsel mal die Seite. Ja, und mit der Ausatmung absinke, mit der Einatmung nach oben. Also da gibt es viele verschiedene Varianten, wo du machen kannst in der Schulterbrücke. Sind alle gut für untere Rücken und Gesäßmuskulatur. Ja, also wir rollen langsam ab und machen zum Ausgleich mal einen Schmetterling. Ja, kreise aus der Hüfte. Und auch gegen gleich. Machen wir mal noch was aus der Schulterbrücke. Ja, also, wie eine Perlekette hochrollen zum Beispiel und ein Fuß auf die Ferse, der andere auf die Fußspitze. Ja, ich gebe dir mal so ein paar Ideen. Dann natürlich immer eine Pobacke absenken und wieder hoch. Ja, du kannst jetzt auch auf Pause drücken und die Übungen etwas länger machen. Dann ein Smiley malen. Das Becken. Rechts, links schaukeln. Oder auch langziehen. Diagonal. Das Becken schön oberhalte und sich ganz lang mache. Ja. Oder auch nach außen tippe auf die Matte. Mehr für die kleine und mittlere Gesäßmuskulatur. Groß ist auch dabei. Wie über einen Baumstamm. Ja, sehr schön. Ein Bein in die Hand nehmen, komm hoch zum Sitz. Ja, und der Klassiker für die Gesäßmuskeln ist natürlich der Tisch. Sich nach oben strecke. Und zum Beispiel Hüftschmal öffne und schließe. Ja, und wir strecken die Beine. Wir tun es mal recken und strecken. Senkrecht auf die Sitzbeinhöcke und ins Meer eintauchen. Sich durchschütteln. Nochmal strecke. Genauso gut ist die Streckung, die Planke. Lächeln zu die Fußspitze. Und ist natürlich gut auch für unsere Ellbogenstreckmuskulatur und Schulterblattmuskeln. Für Trizeps, Ellbogenstreckmuskulatur und Rhomboideen. Ja, und dann machen wir Rollen wie ein Ball. Ins Boot, immer kurz halte das Boot, schwinge und kurz halte das Boot. Noch einmal. Jetzt schwing dich auf die andere Seite in Seitlage, mach die Körpermitte fest, aktiviere die tiefe Bauchmuskulatur und schwing das Bein in Seitlage. In Unterarmstütze in einer Linie, Unterarm unter die Schultern und schwing hier, so ein bisschen nach eigenem Gusto. Schön rausstütze aus der Schulter. Und dann komm auf deine Lieblingsseite, wenn du ein Handtuch hast, nimm dein Handtuch, wenn nicht, ist auch okay. Ja,
Ja, mit Dehnung erst einmal ein Bein zum Bauch ziehe, ganz lang strecke. Ja, und wenn du ein Handtuch hast, dann Rückseite Oberschenkel oder in die Hände spanne, progressiv. Ja, Schulterblätter nach unten und für 5 Sekunden ins Handtuch spanne und loslasse und noch etwas nach oben ziehe. Ja, wir winken mal noch mit der Fußspitze. Ist das Nerv geschmeidig mache. Und wechsel mal. Du kannst auch in die Hände spannen. Ja, also bring das Bein in Streckung. Die andere Seite müssen wir erst beugen, ganz lang ziehen. Zeig es jetzt mal ohne Handtuch, von hinten umfasse. In die Handspanne mit der Ausatmung Fußspitze anziehen. Und loslasse und noch etwas näher ranziehe. Und Fußspitze auf und ab. Dann machen wir noch das Happy Baby aus dem Yoga. Umfasst die Knöchel oder die Außenkante und schaukelt so ein bisschen von rechts nach links. Jawohl. Und dann komm langsam wieder mit deinem Handtuch über die Seite hoch. Über die Seite und den Einbeinstand. Und bekreise mit den Schultern. Mit oder ohne Handtuch dehnen wir noch Oberschenkel. Ja, also das Becken leicht nach hinten kippe. Spannung in der Körpermitte. Standbein ist leicht gebeugt. Und wechsel mal. Ruhiger Punkt anschaue. Du kannst dich auch festhalten an der Wand. Ja, Bauchnabel. Nach innen ziehe, Powerhouse aktivieren und das Becken tendenziell nach hinten kippe. Jawohl. Und dann tun wir noch Energieschöpfe für heute. Wir gehen nochmal tief und strecken uns nach oben. Ja. Mit der Einatmung lang ziehen, mit der Ausatmung tief. Einatmung lang und Ausatmung tief. Bleib oben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gut gemacht. Gerne meinen Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke drücken, dann bekommst du immer Info, wann ich wieder ein Video online stelle. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.